Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine super, super schöne Box und zwar heißt die Double Flip Top Box. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses Beispiel anschauen, dann seht ihr das hier an der Seite, hat diese eine wunderschöne Form und es ist eine ganz, ganz tolle Box. Ich mache die mal kurz auf, damit ihr das seht. Wir werden nachher den Magneten verstecken bei unserer Version. Und die verschließt sich eben hier mit dem Magnet total schön. Das macht so einen leichten Klack. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Exemplar von dieser tollen Box. Und ich zeige euch im Video noch ganz, ganz viele andere Ideen. Und zwar einmal zeige ich euch passende Karten dazu, also damit ihr eine Idee bekommt, was ihr vielleicht als Kombination dazu machen könnt. Das sind jetzt zwei besondere Karten, die ich euch zeige. Und dann noch ein ganzer, ganzer Schwung. Eigentlich auch besondere Karten. Die zeige ich euch während des Videos so. Und dann werde ich euch im Video auch noch meine Pre-Vororder zeigen, sagt man das so? Also meine Vororder. Als Demonstrator darf man ja ein bisschen vorbestellen. Und ich habe eine ganz, ganz kleine Vororder gemacht. Ich erzähle euch auch später, warum. Aber diese paar Sachen, die ich mir bestellt habe, die zeige ich euch. Die sind wirklich ganz schnell gezeigt. Mit denen arbeiten wir heute auch schon ein bisschen. Und ich habe auch dafür noch ganz viele Ideen, was man damit machen kann. Und dann wollte ich noch kurz sagen, wir haben ja jetzt den neuen Katalog. Das ist ja das gute Stück. Auch hierzu werde ich später noch was sagen. So viel zu den ganzen Infos. Wir fangen jetzt gleich an mit Basteln. Eine Sache noch, dieses Video gehört eigentlich auch schon ein bisschen in das Format Teamgeist. Das heißt, meine Teammädels und ich zeigen euch immer Ideen. Und unser Motto ist dieses Mal, alles neu macht der Mai. Wenn das Video von meinen Mädels dann online ist, dann könnt ihr hier auf das weiße i gehen und nachschauen, was meine Mädels für Ideen haben, also mit neuen Produkten. Und was ich jetzt eben daraus mache mit diesen paar Produkten, die ich mir bestellt habe. Okay. Gut, also wir starten jetzt los mit der Box und ich zeige euch jetzt erstmal alle Boxen. Also ihr müsst jetzt heute schon ein bisschen was anschauen, gell? Ist vielleicht auch ein toller Ideengeber für euch. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. Ich zeige euch jetzt erstmal, also wir haben jetzt einmal die ganz elegante Box-Variante gesehen. Die ist vielleicht auch super schön für eine Hochzeit mit dem silbernen Sprüchen im Hintergrund noch und so. Also das ist wirklich eine ganz, ganz edle Verpackung, finde ich, mit den Magnolien. Wunderschön. Und dann habe ich eine Box für euch, die ist jetzt eher zum Thema Urlaub, Geburtstag, sehr viel Sommerfeeling. Und die finde ich auch total schön. Also hier sieht man schon keinen Magneten mehr. Also außer den hier, den sieht man aber immer. Und genau, also das ist eine Geburtstagsbox. Man könnte es natürlich auch für einen Mann gestalten, vielleicht dann ohne Blümchen. Aber grundsätzlich sind es auch schöne Männerfarben. Und hat natürlich schon den Charakter Urlaub. Und man könnte hier auch super zum Beispiel einen Gutschein verschenken für die Therme oder ja, für einen Biergarten auch oder so einfach ein bisschen Auszeit schenken. Das wäre eine ganz süße Box dafür. Und die zweite Urlaubsbox, das ist auf jeden Fall eine totale Urlaubsbox, weil Aloha und bunte Farben und ja, das ist richtig Hawaii-Feeling. Hier zeige ich euch jetzt nur eine kleine Verpackung für eine kleine Feuchtigkeitslotion ist das jetzt hier. Mit Zitrusfrüchten, also auch passend. Da kann man eben so Kleinigkeiten verschenken. Und ja, diese Karte bezieht sich wirklich voll auf Urlaub und da habe ich eben die Verpackung, da habe ich eben jetzt die passende Karte für euch. Und zwar bekommt diese Karte meine Schwester zum Geburtstag. Und wenn man die hier so runterschiebt, dann kann man die Karte, tada, öffnen und die explodiert dann so ein bisschen. Also so eine kleine Explosionskarte, die man aber natürlich auch ganz flach verschicken kann. Ne? Die ist ja so ganz flach und wenn man die dann aufmacht, dann ist die total super und man kann sich einfach ein bisschen Urlaub aufs Fensterbrett stellen. Ich brauche jetzt mal hier ein bisschen weißen Farbkarton, um euch das mal zu zeigen. Entschuldigung, jetzt bin ich an die Kamera gekommen, jetzt wackelt es. Denn ihr habt hier ein kleines Aloha, also ein kleines bisschen Urlaubsfeeling, den man nach Hause schicken kann und hinstellen kann. Finde ich eine total süße Karte. Mit Palmen, mit Blumen, mit der kleinen Ananas. Zum Geburtstag viel Glück, alles Glück der Welt. Weißt du was, du bist einfach zauberhaft, also auch schon ein bisschen was Neues hier verarbeitet. Und also ich finde die Karte total mega und die passt natürlich super zu dieser wunderschönen Box. Okay, wie man diese Karte bastelt, das habe ich euch gezeigt anhand von einer Männerkarte. Das verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i, dann könnt ihr das nachbasteln, wenn ihr findet, dass das eine tolle Kombination ist. Könnt ihr also heute mit mir die Box basteln und morgen vielleicht die Karte oder so. Genau, also das war jetzt einmal. Und was wir heute machen, ist eine Babybox. Also wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Hochzeit, Geburtstag, Urlaub, Geschenkidee und jetzt machen wir noch Baby. Und zwar habe ich hier einmal die Box, die wir jetzt dann zusammen machen, mit dem kleinen Füchschen. Und dazu passend ist diese tolle Karte, eben auch mit diesem wunderschönen
Fuchs, Babyglück ist Liebe auf den ersten Blick, also wunderschöner Spruch. Dann kann man die Banderole runter machen und dann verbirgt sich hier hinter meine Lieblingskarte, glaube ich. Meine Zauberkarte, ein kleines Wunder, wir freuen uns riesig für euch. Das ist hier embossed im Hintergrund, noch ein kleines bisschen gestempelt. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Wenn es ein Mädchen wird, kommen hier noch ein paar Blümchen hin. Und wenn es ein Junge wird, dann lassen wir es einfach so. Das ist auch schön für beides geeignet, diese Farbkombination, finde ich. Und dieses Video habe ich euch auch schon mal aufgenommen, wie das funktioniert mit dieser Karte. Das ist tatsächlich ein ganz altes Video von mir, also da müsst ihr trotzdem unbedingt mal reinschauen. Und zwar verlinke ich euch das jetzt auch mal hier oben unter dem weißen i. Also wenn ihr so eine Zauberkarte machen wollt, habt ihr da genau die Anleitung. Es war ganz witzig, ich habe wirklich mal mein altes Video wieder angeschaut und mitgebastelt und da ist diese Karte draus entstanden. Ist irgendwie auch mal ganz nett, wenn man so ein altes Video anschaut. Okay, also wir machen heute diese Box und wie gesagt, ich arbeite hier schon mit neuen Produkten. Und dann ja, zeige ich euch mal ganz kurz, mit was wir hier arbeiten. Meine neuen Produkte sind wirklich so wenig, dass ich euch die jetzt hier ins Bild legen kann. Also, weil wir sagen, alles neu macht der Mai, also alles neu, was ich so im Bastelschrank habe, habe ich mir jetzt das Babyglück nochmal ausgesucht, weil ich das für mich neu bestellt habe. Ihr kennt es natürlich schon. Aber dieser wundervolle Fuchs, der ist einfach wunderschön. Entschuldigung, das ist die Bestellnummer. Und diese anderen Sprüche und alles, also das ist einfach ein total schönes Set, finde ich. Und ich hatte es schon lange auf meiner Liste und jetzt ist es endlich eingezogen und ich freue mich da total drüber. Und dann aus dem neuen Katalog habe ich jetzt eben zwei Sachen. Und dann noch eine passende Stanze dazu. Da blende ich euch die Bestellnummer, glaube ich, mal ein. Also ich habe einmal das Set Trost und Kraft. Man meint vielleicht im ersten Moment, das ist eben nur eine Trauerkarte oder so. Oder der Titel gibt es so her. Aber das stimmt nicht. Man kann da richtig viele tolle Sachen machen. Ihr seht nachher ein paar Ideen dazu. Und hier sind so schöne Sprüche drin, wie hier kommt eine Umarmung aus Papier oder so. Oder für manches gibt es keine Worte. Also es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Und natürlich, wer mich kennt, dieser Garn, ne, das wisst ihr ja, die kommt bei mir immer wieder vor und als Stempel hilft mir das vielleicht über die schwere Zeit, wenn ich mein Garn loswerden muss. Ich habe es mir noch ein paar Mal bestellt, aber ich soll es dann vielleicht nicht mehr so oft im Video verwenden. Wir werden sehen. Und das zweite Set ist das zauberhafte Grüße, wirklich mit wunderschönen Sprüchen. Das verwenden wir heute. Das gibt es als Produktpaket mit dieser tollen Stanze. Dazu gibt es eben, wie gesagt, nachher noch ganz viele Kartenideen. Und wir machen es, wir benutzen das jetzt natürlich auch gleich. So. So eine große Vorrede und jetzt geht's wirklich los mit unserer tollen Box und ich zeige euch, was ihr alles dafür braucht. Die Bestellnummern für die Materialien halte ich euch wieder kurz ins Bild. Ich nehme hier einmal Farbkarton Flüsterweiß, Waldmoos und Seidenglanz, wobei man das schlecht lesen kann. Das halte ich euch noch ein bisschen näher. Und dann habe ich noch ein Designerpapier, da nehmt ihr einfach, was ihr habt. Ich habe jetzt noch eins aus dem aktuellen Katalog, aber ich weiß nicht mehr genau, ob es das noch gibt. Jedenfalls fand ich das total schön in der Fuchskombination und habe hier eben noch ein bisschen schönes Designerpapier ausgewählt. Und das sollte ja auch neutral sein. Und zwar habe ich vom Designerpapier einmal, also zwei Stücke mit 8 x 5 cm und ein Stück in 7,9 x 7,9 cm, wobei ich glaube, meins hat jetzt nur 7,5 x 7,5. Das mache ich eben hier in die Innenseite rein. Das mache ich nicht überall bei jeder Box, aber bei dieser mache ich es rein, weil die Verpackung weiß ist. Da dachte ich, das wäre auch noch ganz schön. Aber man könnte es auch weglassen. Und dann habe ich für die Umrandung von der Box, also für die Hülle, ein Stück Farbkarton in Waldmoos. Vielleicht soll ich euch die Maße auch hinhalten, das wäre besser. Das hat das Maß 24,5 x 13,5 cm und das falzen wir uns jetzt gleich zusammen. Und ich habe für die Box an sich ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 18,2 x 18,2 cm. Und dann habe ich noch ein bisschen Deko. Habe ich mir ausgestanzt aus den so hübsch bestickt Rahmen. Und zwar einmal diesen großen in Waldmoos und den zweitgrößeren. Habe ich jetzt zwar in Flüsterweiß, aber wir werden die Stanze verwenden. Dann nehme ich jetzt einfach noch ein Restpapier in Flüsterweiß. Der hat jetzt 1,9 cm. Passend dann für die Stanze nachher. Okay. Die Idee dazu übrigens, das wollte ich auch noch sagen, ist von einer Demonstratorin, ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommt, aber sie spricht auf jeden Fall Englisch. Und die Maße, die sie in ihrem Video verwendet, sind natürlich alles Inch-Angaben. Und ich fand es sehr schwierig, weil man da so viel zählen musste mit 7/16 Inch und so weiter. Und deswegen habe ich das ein bisschen abgewandelt. Ich habe also die Größe ein bisschen verändert. Auf jeden Fall in Zentimeter, eine deutsche Anleitung natürlich. Und auch den Verschluss habe ich noch ein bisschen verändert, aber
Genau, die Grundidee habe ich von ihr und ich blende euch den Namen und natürlich auch das Video schreibe ich euch in die Infobox, damit ihr wisst, von wem ich die Idee habe. Aber ich finde das super schön und wollte euch das unbedingt zeigen. Los geht's jetzt aber. Ich nehme mir einmal meinen Papierfalter und mein Papier in 18,2 mal 18,2 cm. Und ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Platz. Durch das, dass ich euch heute so viel zeigen werde, habe ich hier ein bisschen eng. So, 18,2 mal 18,2 cm meine Grundbox. Und die falze ich mir jetzt, also helle Klinge nehmen, einmal bei 2,5 cm und bei 5 cm. So, und das mache ich komplett einmal außenrum. Also wieder bei 2,5 cm anlegen. Und das Gute bei dem neuen Papierschneider ist auch, dass ihr euch hier oben und hier unten orientieren könnt, ob ihr an der richtigen Linie anlegt, sodass das schön gerade ist. Und bei 5 cm. Also hier orientiere ich mich immer noch. Bin ich wirklich bei 5 cm und hier oben, dann habe ich eine schöne Falzlinie. Und das macht ihr jetzt einfach nochmal. Und nochmal drehen und nochmal. Ich habe das schon vorgemacht. Ich hoffe auch, dass ihr die Falzlinien einigermaßen sehen könnt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zum Sehen. Aber ich habe hier schon mal so ein Schnittmuster. Vielleicht sieht man das ein bisschen besser. Nee. Ich knicke mir die Linien gleich nach, dann seht ihr das besser. Also wir haben in der Mitte ein großes Viereck und dann zwei außenrum. Aber wie gesagt, ich knicke es gleich nach, dann zeige ich es euch näher, besser. Und dann nehme ich noch das Stück in Waldmoos in dem Maß 24,5 x 13,5. Und jetzt nehme ich mir die schmale Seite und falze mir das nochmal bei 2,5. Lege ich dieses Mal auf dieser Seite an, bin ich so gewohnt, bei 2,5. Und jetzt mache ich die andere Seite auch. Auch nur mal bei 2,5, dann brauchen wir uns das Papier nicht drehen. Dann habt ihr eben einmal rechts und einmal links eine Falz, jeweils bei 2,5 cm. Dann nehme ich noch die lange Seite, lege mir die an und falze mir die einmal bei 5,5 cm. Bei, ich muss spicken, 8 cm. Bei 16,5 cm muss ich mir den Papierfalter schnell mal aufklappen. 16,5 kann man super lesen, das ist so ein bisschen nach dieser Ecke da, nach diesem Übergang. Und das letzte Maß ist bei 19, wird nochmal gefalzt. Das sind die Falzlinien, damit ihr das, vielleicht könnt ihr kurz Pause klicken, dann habt ihr das gut. Okay, und dann haben wir eigentlich ja, schon alles soweit fertig. Jetzt können wir schon mal die Falzlinie nachklicken und dann seht ihr das hoffentlich besser. Und auch hier ist wieder so, dass ich die Bergfalze, also diese kleine Hügelfalze, immer nach innen falze. Also ihr habt einmal so ein kleines Talfalz, nennt man das, wenn man das so ein bisschen reinfalzt. Und auf der anderen Seite ist von der Falzlinie immer so ein kleiner Hügel und der kommt immer nach innen. Genau. Und jetzt sieht man die Falzlinien schon ganz gut. Also unsere Hülle sieht jetzt so aus. Ich glaube, das könnt ihr jetzt ganz gut erkennen. Ich gehe auch noch mal ein bisschen näher hin. So, ja, so kann man sie ganz gut sehen. Und meine Box, meine Grundbox, falze ich auch nochmal an allen Falzlinien nach. Dann könnt ihr das auch gleich viel besser erkennen. Das ist übrigens die Bestellnummer für den Papierfalter. So sieht das Ganze dann aus. Ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Also in der Mitte ein großes Feld und dann zwei nach oben und zwei zur Seite, zwei nach unten. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann schneiden wir uns das Ganze jetzt mal zu. Nehmen wir mal meine Schere. Und ich fange jetzt hier unten an. Jetzt muss es sich scharf stellen, glaube ich. Ich schneide mir jetzt hier einmal, rechts von der Falzlinie im Prinzip, einmal ein bis zur zweiten Falzlinienüberkreuzung. Und das mache ich auf der anderen Seite auch so. Damit ihr das mal seht, was wir alles so haben. Und jetzt schräge ich mir das jetzt so ein bisschen ab. Einfach so bis oben hin ein bisschen schmaler werden. Dann habt ihr so kleine Dreiecke, die ihr da rausgesäbelt habt sozusagen. Und jetzt drehe ich mir das ein bisschen und schneide mir hier bis zur ersten Falzlinie nochmal diesen Rest hier weg. Den brauchen wir nicht. Und was wir auch nicht brauchen, ist diese kleine zweite Lasche, die unten dran ist.
Seht ihr das? So sieht es jetzt aus. Und jetzt nehme ich die andere Seite hier und schneide mir da wieder die Falzlinie bis nach oben. Schräg mir das so ein bisschen ab. Schräg mir das auch hier ab. Und jetzt kann ich mir das hier gleich wegschneiden. Ich mache das auch gleich nochmal ganz langsam für euch. Ich habe da eine kleine Ecke vergessen. So. Und wieder diese untere Lasche wieder wegschneiden. Jetzt sieht mein Papier so aus. Ich habe jetzt hier meine zwei größeren und da diese zwei Laschen. Und jetzt drehe ich mir das Papier so, dass meine Laschen jetzt hier oben sind. Und schneide mir das Ganze hier unten nochmal so ein. Das heißt, ich gehe wieder hier hin. Ich hoffe, ich bin komplett im Bild, ja. Schneide mir bis zur zweiten Falzlinienüberkreuzung hoch. Schräg mir diese Ecke hier so ab. Das ist dann nachher unsere Klebelasche, das hier oben. Und dann schräge ich mir das hier unten gleich mal ab. Auch bis oben hin. Und kann mir diese Ecke komplett wegschneiden. Die braucht man einfach gar nicht. So. Und die zweite Ecke hier unten, dieses Viereck auch noch weg. Sieht das Ganze so aus. Hier schneide ich es mir, schräge ich es mir noch ein bisschen ab. Das ist schöner. Okay, und dann mache ich das hier nochmal ganz genauso. Also nochmal bis zur zweiten Linie hochschneiden. Wieder abschrägen. Hier nochmal abschrägen. Und diese ganze Ecke rausschneiden. Was ihr dann noch machen könnt, ist, dass ihr euch einmal diese Ecken hier auch so ein kleines bisschen anschrägt. Also diese langen Laschen. Aber hier haben wir noch eine übrig, die muss natürlich noch weg. Die langen Laschen einfach so ein kleines bisschen auch anschrägen. Dann kann man das nachher besser zusammenkleben. Einmal komplett außenrum. Ich habe danach also ganz viele Schnitzel auf dem Tisch liegen. So. Und was ich jetzt noch mache, das ist so ein kleiner Tipp von mir, weil ich finde manchmal, dass das hier unten so ansteht, obwohl es eigentlich das gleiche Maß hat. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir einfach hier diese ganzen Längen einfach auch noch ein bisschen kürze. Ihr könntet das natürlich jetzt auch mit dem Papierschneider machen. Das geht natürlich auch ein bisschen einfacher. Oder eben auch mit der Schere, das ist eigentlich egal. Aber die kürze ich mir alle noch ein kleines bisschen ein. Dass die einfach nur ein bisschen kürzer sind als diese inneren Laschen, dann klebt mir das nachher auf jeden Fall super zu. So, jetzt kann mal dieser ganze Schnipselhaufen weg. Und dann sieht unsere Verpackung, also unsere Grundbox, so aus. Vielleicht kennt ihr diese Form auch schon. Also diese Boxen, diese doppelten Boxen, die sind halt einfach ein bisschen stabiler. Und die heben so auch super. Also die sind einfach mit einem schönen Abschluss oben und einfach nur ein bisschen stabiler als eine normale Box. Deswegen sind die auch ein bisschen größer. Und jetzt nehmen wir uns noch unsere Hülle, das Papier, und schneiden uns jetzt zuallererst mal diese mittlere, große Falz, diese große Lasche hier weg. Und zwar schneide ich mir jetzt hier die kleine Lasche an und hier die kleine Lasche an. Das ist genau das ganze Mittelstück hier, wird weggeschnitten. Das mache ich auf der anderen Seite auch, also genau gegenüber. So, dann sieht jetzt mein Papier eben so aus. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier einfach weiter schneide bis zur Falzlinienüberkreuzung, mir das noch ein bisschen so anschräg und mir da sozusagen wieder kleine Klebelaschen mache. Rechts und links auch. Wieder hochschneiden, bisschen anschrägen und hier auch nochmal abschrägen. Und dann drehe ich mir das Ganze so um, dass es jetzt unten liegt. Meine kleinen Laschen liegen jetzt also unten. Und mache das hier nach oben mit dieser Lasche ganz genauso. Einmal hier und einmal hier. So. Dann sieht das Papier jetzt so aus. Ich nehme euch jetzt noch ein kleines bisschen wieder raus. So. Und wir kleben uns jetzt zuerst mal ein Designerpapier hier auf. Und zwar habe ich jetzt keinen Musterverlauf, also mir ist es jetzt egal, auf welcher Seite das ist. Ich klebe mir jetzt einmal das Designerpapier hier ganz außen auf diese Lasche, die da noch dran ist.
So. Also ihr seht schon, so wird es dann nachher verschlossen. Und auf diese Seite kommt auch ein Designerpapier. Da möchte ich mir aber nachher noch den Magnet drunter verstecken, deswegen klebe ich jetzt das noch nicht auf. Und ich wollte euch da noch was sagen zu Rechts- und Linkshänder-Varianten. Da gibt es nämlich auch noch so einen kleinen Trick. Genau, aber ich mache jetzt zuerst mit der Box weiter, bevor ich den Rest weiterklebe, damit wir die jetzt schon mal zusammengebaut haben. Und dafür nehme ich mir jetzt mal das Abreißklebeband und mache mir hier unten an diese Laschen, also an die äußeren beiden großen Laschen, einmal außenrum Klebeband. So. Genau, ihr seht es hoffentlich hier jetzt ganz gut, ist natürlich weiß auf weiß. Ich gehe jetzt auch nochmal mit der Kamera hin. So. Okay, und zwar liegt es jetzt so, dass meine Bergfalz, an denen könnt ihr euch ein bisschen orientieren, die stehen jetzt nach innen. Also ich klicke mir das nachher so um, so wird dann meine Box zusammengebaut. Und hier habe ich an die Außenflächen den Kleber hingemacht. Und dann kommt noch Flüssigkleber drauf auf diese kleinen Öhrchen, auf diese Laschen. Und dazu knicke ich mir diese Klebelaschen einfach nach innen und mache dann hier einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und so mache ich das auch mit allen vier Laschen. Ihr könnt es natürlich auch nacheinander aufkleben. Ich mache das irgendwie immer ganz gerne alles zusammen. Knicke mir aber immer diese Laschen ein, damit ich den Kleber auf die richtige Seite mache. Und was ich jetzt auch schon mal wegmache, aber was ihr natürlich auch erstmal noch dran lassen könnt, sind diese Schutzhüllen von diesen Klebern hier. Die mache ich gleich ab, damit ich das gleich zusammenkleben kann. Aber wenn euch das lieber ist, dass ihr zuerst die Öhrchen anklebt und danach die Laschen, dann lasst die erstmal noch dran. Ihr kommt danach trotzdem noch ganz gut hin. So. Ich kann es ja bei dem einen jetzt mal dran lassen, dann seht ihr das noch. Und jetzt klappe ich mir das einfach hier so hoch. Seht ihr das? Und klebe mir hier erstmal unten die kleine Lasche an die Boxen hin. So. Und auf der anderen Seite genauso. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. So. Also ich klebe mir einfach hier diese vier Laschen schön hin. Und dann klappe ich mir diese Laschen, wo wir eben diese Klebestreifen haben, einfach nach innen. Und bei der letzten Lasche ziehe ich eben jetzt noch den Kleber an, wie gesagt, diese Schutzfolie ab. Wie gesagt, das könnt ihr immer so machen, wie es euch lieber ist, ob ihr das, ja, das ist irgendwie so Gewohnheitssache, wie man das am besten und am liebsten macht. Ich klappe mir das hier ein. Und jetzt nehme ich mir einfach das Falzbein und gehe hier nochmal richtig schön drüber. Dann haben wir oben eine schöne Kante und der Kleber hebt richtig gut. So drückt man auch den Flüssigkleber nochmal gut fest, der ja unter den Laschen ist und hat jetzt hier eine tolle, schöne kleine Grundbox. Die ist halt jetzt sehr weiß und deswegen haben wir gedacht, machen wir da innen noch ein bisschen Farbe rein. Okay. Auch wieder mit Flüssigkleber klebe ich mir jetzt einfach mein Stück in 7,5 mal 7,5 ist das jetzt, glaube ich, bei mir. Aber wie gesagt, 7,9 mal 7,9 geht natürlich auch. Das habe ich euch als Maß genannt. Dann ist der Rahmen ein bisschen kleiner außenrum. So, tippitoppi. Box ist fertig. Jetzt kommt der Rest. So, die Hülle und das Geheimnis eigentlich der Box. Oh, ich habe was vergessen zu schneiden. Wir brauchen hier natürlich noch diese ganz spezielle, diese Abschrägung. Weil wenn wir es jetzt hinmachen, dann haben wir ja nur eine gerade Fläche hier und das wollen wir nicht. Wir wollen ja dieses wunderschöne Dreieck haben. Und deswegen schneiden wir uns jetzt hier noch ein bisschen was ab. Dazu nehme ich jetzt einfach nochmal den Papierschneider, weil ich irgendwie nie so richtig schön gerade schneiden kann. Und lege mir jetzt hier meine Außenlasche, die ich jetzt abschneiden möchte. Also das sind diese vier Laschen. Diese vier Laschen, die schneide ich mir jetzt nochmal schräg ab. Und zwar von hier nach da. Also lege ich mir das jetzt so ein, dass hier meine Falzkante genau in der Rille ist und hier auch. Ich schneide das einmal ab, damit ihr das seht und dann zoome ich euch auch näher hin. So schneide ich mir das ab. Und zwar an allen Ecken. Ich mache es jetzt nochmal von fern, dass ihr das seht. Und jetzt kommt es gleich von nah.
Entschuldigung, ich muss jetzt kurz wackeln wahrscheinlich. Ja. Okay, also ich schneide von dieser Ecke, von dieser Lasche bis hier zu dieser Spitze vor und lege mir das hier mit der Falzlinie genau in diese Rille da rein und hier unten eben auch. Weil dann habe ich hier eine richtig schöne Schrägung, schöne geraden Schnitt. Ihr könnt es natürlich auch mit der Schere machen, ganz klar, aber wie gesagt, bin ich nicht so der Profi im gerade Schneiden. Okay. Und jetzt haben wir diese tolle UFO-Form oder Space Shuttle oder wie auch immer man das nennen will. Und so sieht dann unsere Box nachher super aus und haben wir dann hier diese tollen Dreiecke an der Seite, wenn wir die dann so verschließen. Okay, dann machen wir es so. Ich klebe mir jetzt erstmal noch mein Magnet auf und dann klebe ich mir diese Laschen so ein, dass wir dann unsere fertige Hülle haben. Also eine Seite habe ich schon und hier wollte ich euch jetzt eben zeigen, das hier ist die Rechtshänder-Version, glaube ich, denn also als Rechtshänder macht man vielleicht die Box automatisch mit der linken Hand auf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, so würde ich das automatisch machen. Und wenn ihr das aber als Linkshänder-Box machen möchtet, dann könnt ihr das genauso machen, nur dass ihr dann eben den Magnet auf die andere Seite klebt, auf diese Seite, der versteckte Magnet. Und auch hier unter dem Schildchen ist der Magnet dann auf dieser Seite. Ich glaube, das Linkshänder das einfach mit der rechten Hand aufmachen. Also wenn ihr darauf achten möchtet, und ich achte da eigentlich schon immer drauf, wenn ich weiß, wer das bekommt, ist der Rechtshänder oder Linkshänder, dann gucke ich da immer, wie man das öffnet. Da könntet ihr ja vielleicht noch drauf schauen, wenn euch das was hilft. Ich mache jetzt auch noch mal eine Rechtshänder-Version und da ist eben mein geheimer Magnet hier rechts unten drunter. Und deswegen wird die Box dann so zusammengeklebt. Das heißt, auf diese Seite hier mache ich meinen Magnet. Wo ist er? Zum Glück sind Magnete magnetisch und sind immer an derselben Stelle. Und zwar nehme ich mir jetzt da einfach ein Magnetpärchen raus und klebe mir das auf einen Luder drauf. So als Magnetset eigentlich. Und dann klebe ich mir das ungefähr hier so in der Mitte an. Nimm mal den zweiten jetzt ab. Und was ich eigentlich immer bei Magneten mache, ist, dass ich mir einfach ein Stück Tesa nehme und das oben drüber klebe, dass die einfach gut fixiert sind. Das mache ich irgendwie immer so. Und dann kann ich hier einfach drüber mein zweites Designerpapier kleben. Auch wieder mit Flüssigkleber. Tue ich jetzt auch noch ein bisschen was auf den Tesa drauf, dass das hier schön um den Magneten rumgeht. Dann auf mein Designerpapier. Und dann klebe ich mir das einfach so auf. Und wie gesagt, ihr müsst halt hier wissen, wenn ihr zum Beispiel einen Musterverlauf habt auf eurem Designerpapier, in welche Richtung das ist. Also, nein, da habe ich ein bisschen zu viel Kleber erwischt. Muss ich schnell weg gerade hier. Das war jetzt nicht so gut, aber gut. Auch hier um den Magnet nochmal richtig gut ankleben. Genau, also wenn ihr jetzt Designerpapierverläufe hättet, also dass das Papier immer nach oben schauen soll, dann müsstet ihr natürlich vorher schon wissen, habe ich den Magneten auf der Seite oder auf der anderen. Genau. Aber bei meinem Papier ist es jetzt total egal, weil das eben einfach gemustert ist. Und jetzt drehe ich mir das so um, dass mein Magnet hier auf der rechten Seite ist. Ich mache euch da den anderen mal drauf. Dann seht ihr das immer als Orientierung, also für die Rechtshänder-Version. Und hier mache ich es jetzt auch wieder so, dass ich meine kleinen Laschen wieder nach oben knicke, nach oben lege, also so einklappe, da den Flüssigkleber drauf mache und die dann hier so reinklebe einfach. Soll hier natürlich schon gerade sein. Genau. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso, also wieder so nach oben legen. Noch mal ein bisschen Kleber drauf. Super. Und jetzt kommt der große Moment. Passt unsere kleine Box da auch schön rein? Und sie passt. Da mache ich mir jetzt auf die Unterseite noch Flüssigkleber und klebe mir das jetzt noch in die Mitte. Jo, und dann ist unsere tolle Box schon ganz schön weit. Also ich habe da oben und unten einen kleinen Rand.
der das dann so schön umschließt. So, tada, passt perfekt außenrum. Und hat hier eben diese wunderschöne dreieckige Spitze. Gefällt mir super. Okay, dann geht es eigentlich schon an die Deko. Und da nehme ich mir jetzt als erstes mal mein großes Etikett, das ich schon ausgestanzt habe. Und mache mir hier den Magneten hin. Also der kommt ja auf diese Seite. Und dazu nehme ich einfach nochmal einen kleinen Mini-Klebepunkt und klebe mir den jetzt auf mein Magnet drauf, oben drauf. Also der hebt ja hier super. Ich weiß genau, wo mein Magnet unten ist, weil der springt da automatisch hin. Und da klebe ich jetzt so, dass mein Etikett schön in der Mitte ist. So, mein Etikett drauf. Ich muss es natürlich anders zuklappen, so. Ich habe mich gerade gewundert. Also diese Lasche ist natürlich oben. Und so passt dann das Magnet hier super drauf. Und dann mache ich es auch so, ich merke mir jetzt hier, wenn die Packung verschlossen ist, ungefähr wie weit mein Kleber gehen muss. Also ich möchte ja nur diese Seite ankleben, weil später wird ja die Box so aufgehen. Und deswegen merke ich mir hier die Stelle, halte mir die da einfach mit dem Finger und mache dann den Kleber maximal bis dahin, eher noch ein bisschen weiter zurückgesetzt. Also ich gehe nicht bis da ganz hin und mache da noch viel Kleber hin, weil wenn man die Box sonst aufmacht, sieht man nachher den Kleber. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Und dann schließe ich die Box nochmal, lasse die Magnete eigentlich nochmal so drauf plumpsen. Der zieht sich eigentlich selber an die Stelle. Und dann kann ich mir das hier schön ankleben. Kann es auch noch einmal aufmachen und auch hier unten nochmal. Ich hoffe, ihr könnt es auch noch sehen. Ja, ich glaube, das sieht man so auch ganz gut. Nochmal mit dem Papierfalter lang gehen, dass es einfach schön klebt. Und schon haben wir unsere Verpackung fertig und man sieht eben hier keinen Magnet in der Innenseite, der ist einfach versteckt unter dem Designerpapier. Und die Box schließt sich super schön selber. Also total süß. Ja, super. Dann geht es jetzt schon an die Deko, an Stempeln und an meine neuen Stempelsprüche. Denn ich benutze jetzt das Set Zauberhafte Grüße zusammen mit der Stanze. Und ich nehme mir jetzt hier raus das Hallöchen, weil das finde ich total süß. Andererseits wird natürlich auch super passend zusammen, ist alles schöner. Könnte man auch machen mit dem Fuchs, ich glaube, das mache ich jetzt. Ich nehme jetzt mir den Spruch zusammen, ist alles schöner. Wo ist er? Hier ist er. Ich muss jetzt gucken, ob der auf meinen Streifen passt. Ja, könnte ein bisschen eng werden, das probieren wir jetzt mal aus. Nehmen wir mal einen Stempelblock. Und als Farbe, als Stempelfarbe nehme ich jetzt mal Waldmoos. Das hat diese Bestellnummer. Und jetzt gucke ich mal, ob es erstens mal gerade wird und zweitens, ob ich einen treffe. Den Streifen. Ich gehe da ein bisschen nach links, weil wir ja noch ein Stückchen abstanzen nachher. Ja, ist doch ganz gut geworden. Also schön gerade und passt super auf den Streifen drauf. Und jetzt nehme ich mir meine Stanze und an dieser Stanze könnt ihr also 6 verschiedene Etiketten machen oder sogar 7. Ihr könnt nämlich einmal bei 1,3, bei 1,9, bei 2,5 und bei 3 cm die Streifen reinschieben und euch dann hier unterschiedliche Abschlusskanten stanzen. Und da schiebe ich jetzt meinen Streifen bei diesen, ich sag mal ein bisschen verspielteren Bereich hier ein. Der hat hier einfach nur ein bisschen mehr Schnörkel, der andere ist ein bisschen schlichter. Und dann kürze ich mir den jetzt einfach so Pi mal Daumen noch ein bisschen so ein. Also ihr dürft ihn immer nicht ganz zu kurz machen, weil ein bisschen was wird immer abgestanzt. Aber es muss ja auch nicht genau auf das Etikett passen, sondern soll ja einfach nur schön miteinander harmonieren. So finde ich das ganz gut, wenn das an der Seite nur ein bisschen länger ist. Wie gesagt, so ein bisschen was stanzt man sich ja immer ab. Und dann würde ich sagen, das ist schon mal ein schöner Spruch. Dann könnte es nur eng werden mit unseren Füchsen, gell? Weil die Fuchsstanze ist relativ groß. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich guck mal. Ja, das ist fast zu viel. Der steht dann hier sehr weit raus. Man könnte es natürlich auch so gestalten, dass man das hier noch kürzt. Aber ich glaube, ich finde es tatsächlich mit dem Hallöchen schöner. Der Spruch ist fast ein bisschen zu groß. Man könnte jetzt auch eine schöne Blume oder sowas hinmachen. Aber ich möchte jetzt nochmal die Füchse machen und deswegen mache ich mir den Spruch einfach nochmal mit dem Hallöchen.
aber gleicher Streifen vom Papier und gleiche Weiße. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Was ich jetzt noch gemacht habe, also das habe ich vorher schon vorbereitet, ist, dass ich mir einfach meinen Fuchs ins Days on Hellbraun einmal auf Seidenglanzpapier aufgestempelt habe. Und ihr seht schon, also der Stempel ist natürlich ein bisschen größer als der Kreis, mit dem ich mir das ausgestanzt habe. Aber ich wollte natürlich hier vorne nicht so ein riesiges Etikett drauf haben und diese Szene mit den beiden kuschelnden Füchse, die fand ich halt so schön. Und deswegen habe ich mir den einfach komplett aufgestempelt, aber eben dann nur den Teil mit dem Kopf einmal ausgestanzt. Ich habe da jetzt eine ältere Stanzform benutzt, die Stickmuster. Wo sind sie denn? Ich glaube, dass die schon draußen ist aus dem Programm. Die zweitgrößte Form habe ich benutzt, also falls ihr, zweitkleinste Form habe ich benutzt, also falls ihr das auch habt. Die habe ich genommen, weil ich das schön fand mit dem Stickmuster, dass das eben sich nochmal fortsetzt im Etikett und in dem Kreis. Und den Spruch würde ich ein bisschen nach rechts stempeln, dass einfach der Fuchs hier noch ein bisschen Platz hat. So ungefähr schaut es jetzt dann aus. Genau, und jetzt kolorieren wir uns einfach den Fuchs. Deswegen habe ich es vorbereitet, dass es eben ein bisschen trocknen kann. Und dann nehme ich mir jetzt einfach Aquarellstifte, die ich so finde, die so ein bisschen diese Orange-Brauntöne aufnehmen vom Fuchs. Nehme euch ein bisschen hin. Und male die jetzt einfach aus. Und dann nehme ich noch die Mischstifte. Die haben zwei verschiedene Spitzen. Und mit denen male ich das dann noch ein bisschen nach. Also ich muss das jetzt nicht perfekt ausmalen, sondern ich male es einfach so. Und mit diesem Mischstift vermischt sich das Ganze dann noch schön. Und das macht einfach total Spaß, damit zu malen. Und da lasse ich euch jetzt einfach ein bisschen Musik laufen. So, und seht ihr das? Also ich habe das ja jetzt wirklich nicht schön ausgemalt. Also das ist ja noch ein bisschen so strichig und so. Aber mit diesem Mischstift bekommen die Farben einfach nochmal viel mehr Leuchtkraft und vermischen sich so miteinander. Und das finde ich einfach so toll. Also da macht das richtig Spaß mit den Aquarellfarben oder mit Holzstiften, denke ich, geht es auch. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber da macht es einfach richtig viel Spaß, das einfach noch so ein bisschen zu kolorieren und zu vermischen. Und dann leuchtet es so schön und dann ist eigentlich immer so ein schönes Ergebnis. Wenn ich fertig bin, streiche ich mir den Stift einfach nur aus und kann dann schon in die nächste Farbe gehen oder mit dem nächsten Projekt weitermachen. Oder mir das eben jetzt lagern bis zum nächsten Mal. Genau, also so sieht mein kleiner Fuchs aus. Und dann gehen wir schon an die Enddeko. Ich nehme mir dazu jetzt nochmal meinen Papierfalter und meinen Streifen mit dem Hallöchen und ich ziehe mir das noch so ein bisschen in Form. Das heißt, ich mache es noch so ein bisschen nach oben und nach unten, dass es einfach so ein bisschen Form hat. Und ja, also man wird es nicht ganz so brutal wellig aufkleben, aber so ein bisschen wellig ist es dann schon. Und es hat einfach noch so ein bisschen Dimension. Und mein Fuchs, den setze ich mir auf jeden Fall mal auf zwei Dimensionals auf, also so Abstandskleber. Und was ich halt einfach auf der Karte gemacht habe und was ich jetzt auch mache, ist, dass ich mir mein silbernes geliebtes Garn nehme und mir einfach das ein paar Mal um die Finger wickel. Ich habe jetzt hier das kupferne Band. Insgesamt wird es das silberne Garn nicht mehr geben im neuen Katalog. Also vielleicht könnt ihr noch Restbestände euch sichern. In Silber und Blütenrosa gab es das noch. Aber wie gesagt, ich habe hier einfach noch das Kupfergarn und das passt halt so gut zum Fuchs, dass ich mir das jetzt natürlich hinten auf die Karte mache. Und dann klebe ich mir das auf einen Klebepunkt auf und setze mir das auch noch so dazwischen hinten hin. Dann mache ich mal die Folie von meinen Dimensionals auch ab und klebe mir jetzt einfach mit Flüssigkleber noch mein Etikett an, also an den Stellen, wo es ein bisschen nach unten geht. Und darüber setze ich mir dann einfach meinen kleinen Fuchs. Das zeigt dieses Garn genau in die Schrift. Ich kann das aber noch ein bisschen so nach oben machen. Ja, das kann ich also noch ein bisschen anders hinkleben dann nachher, aber das ist jetzt ein bisschen fummelig. Ich lasse es jetzt mal so fürs Video, aber ich werde es nachher noch ein bisschen mit einem Klebepunkt da hinten weiter nach oben fixieren, dass es nicht so ganz über den Spruch geht. Und was ich dann noch ganz süß finde an diesen neuen Etiketten,
Wenn ich mir jetzt da noch die Perlchen schnappe, das ist die Bestellnummer, dann kann man die hier so richtig süß noch an diese Rundungen ankleben hier. Und dann sieht es aus wie weiß nicht, also es sieht so aus, wie wenn das jetzt da hingenietet wäre oder... Das ist total süß, wie wenn es gar nicht anders gehören würde. Und das habe ich halt bei diesem Schild an der Karte auch gemacht. Und deswegen mache ich das natürlich hier auch. Also ich finde es ganz toll. Ich finde diese Sprüche wunderschön, diese Schrift ist total toll. Und ja, so arbeite ich jetzt gerade eben mit meinen neuen Sachen aus dem neuen Katalog und auch natürlich ein bisschen aus dem alten Katalog, aber eben für mich neue Produkte mit den Füchsen. Finde ich einfach total süß. Also das ist schon mal die fertige Box, wenn man die jetzt hier so aufmacht. Innen ein bisschen Designerpapier, kriegt man was Nettes unter. Vielleicht passen auch kleine Babysocken rein mit Füchsen drauf. Das wäre natürlich eine süße Sache. Und natürlich dieses schöne Dreieck, das gefällt mir echt total gut. Und so hat man eine total schöne Kombination aus Karte und Verpackung mit kleinem Zaubereffekt, natürlich mit der Zauberkarte. Also es ist einfach eine total schöne Kombination, die man so super verschenken kann. Und ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch heute noch viel, viel mehr und das machen wir jetzt natürlich. Ja, und wie versprochen zeige ich euch jetzt noch ein paar Ideen, was ich so mit dieser Stanze noch so alles gemacht habe. Und auch mit meinem zweiten neuen Stempelset habe ich hier gearbeitet. Also ich habe das ein bisschen gemischt, dass ich einmal die zauberhaften Grüße und das Trost und Kraft verwendet habe. Natürlich musste ich das ausprobieren mit dem Garn. Und da habe ich zuerst mal zwei Dankeschön-Karten gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal von nah. Also ich habe jetzt hier einmal in Hochkant mit dem Garn im Hintergrund, mit den Blüten aus dem Stempelset. Und die Blüten habe ich einfach mit der kleinen Blumenstanze ausgestanzt. Da müsste man nicht so viel schneiden. Das ist total praktisch und das passt nicht ganz tausendprozentig, aber sehr gut. Wenn ihr euch jetzt mal die Blüte hier unten anschaut, das passt eigentlich schon ganz gut rein. Und so kann man einfach ganz schnell diese tollen Blüten in diesem Stempelset richtig süß ausstanzen, ohne dass man viel schnippeln muss. Außenrum habe ich so das Blattwerk gestempelt, das hier einfach in dem kompletten Set drin ist. Also ihr habt hier wunderschöne Hintergrundstempel und natürlich das große Dankeschön als schöne Schrift. Und wenn man das Ganze aufmacht, hat man innen auch noch ein bisschen Blattwerk gestempelt. Genau, also so als kleiner Tipp mit den Blüten und auf jeden Fall auch mit diesem Garn im Hintergrund. Das habe ich jetzt hier in Espresso drauf gestempelt. Und was ich hier noch gemacht habe, ist, dass ich diese Bordüre hier geschnappt habe aus dem Trost und Kraft, die noch hier unten hingesetzt habe, so als kleinen farbigen Highlighter. Und was ich hier auf der Karte noch gemacht habe, ist, dass ich mal keine komplette Mattung gemacht habe außenrum, sondern eben nur so eine Art Rahmen auf der linken Seite, so dass das noch ein bisschen betont wird, aber dass es trotzdem irgendwie ineinander fließt mit dem Weiß außenrum. Finde ich eigentlich eine total schöne, schlichte, elegante Karte. Macht total Spaß, weil man einfach viel stempelt. Und ja, finde ich ganz cool, was da so entstanden ist. Und eine ähnliche Karte mit ähnlichen Gedanken zum Teil ist diese Karte. Also ihr seht natürlich, der Hintergrund ist wieder genauso gestempelt. Auch natürlich der gleiche Spruch. Vom Farbkonzept jetzt ein bisschen anders. Also hier habe ich Currygelb verwendet und hier habe ich Blütenrosa. Und das ist Waldmoos und hier ist es Pfauengrün als Schriftfarbe. Großes Dankeschön. Der Hintergrund ist jetzt hier auch mit Waldmoos gestempelt. Und hier habe ich es auch so gemacht, dass ich einmal das Etikett komplett als längeres ausgestanzt habe und einfach ein viereckiges unten drunter gelegt habe. Ihr könntet natürlich auch das zweite Etikett auf der Stanze verwenden und unten drunter legen, das zeige ich euch nachher noch. Und hier habe ich es auch so gemacht, dass ich eben diese Mattung nicht komplett außenrum gemacht habe, sondern oben und unten und dann hier unten noch eine zweite Mattung hingesetzt habe. Einfach noch ein bisschen als wiederaufnehmend von der Farbe und so ein bisschen für die Augen einfach so. Und auch innen wieder ein bisschen mit Grün gestempelt. So finde ich, sind zwei total süße Karten entstanden, die einfach ja, richtig Spaß machen, weil man einfach viel stempeln kann. Und die auch super für Anfänger geeignet sind, weil man einfach stempelt und stanzt und man braucht keine Big Shot oder so. Und ja, genau. Also zwei total süße Karten, wie ich finde, mit diesen beiden Stempelsets. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich möchte mehr mit den Stanzen machen. Und das ist jetzt so eine Karte, die ich... ja, mit den Glitzersteinen vielleicht nicht unbedingt für einen Mann nehmen würde, aber die irgendwie auch interessant aussieht und für eine coole Frau auch bestimmt ganz toll wäre. Also hier habe ich gearbeitet, erstens mal mit einer schwarzen Grundkarte. Ihr seht auch innen, geht es hier nochmal weiter. Und ich habe hier einfach drei verschiedene Größen von der Stanzform ausgestanzt und immer abgewechselt. Also ich habe einmal die flachere Spitze genommen, wenn ihr das seht vorne, dann die gebogene, dann wieder die komplett gebogene, also... Durch das, dass man die immer in unterschiedlichen Größen ausstanzt, hat man dann natürlich auch zwei verschiedene
Formen hier außenrum. Könnte man natürlich auch noch anders übereinander legen. Ich habe sie halt jetzt so versetzt aufgeklebt und habe dann danach das Ganze mit den Stickmusterrahmen mit den bestickten Rechtecken ausgestanzt. Auch hier unten das ausgestanzt. So hat man da einfach das nochmal aufgenommen mit dem Rahmen. Von Herzen, so mit einem kleinen Band, bisschen fluffig. Und innen eben dann auch nochmal schönen Geburtstag, auch mit der Stanzform ausgestanzt. Auch hier nochmal bisschen beklebt, dass nochmal Farbe reinkommt und das Ganze nochmal mit den bestickten Rahmen ausgestanzt. Genau, also so irgendwie eine coole Karte, mal was anderes, finde ich. Ich zoome euch da mal näher hin, dass es ein bisschen besser wirkt. Von den Farben her finde ich es auch ganz cool. Ich finde, das ist einfach mal was anderes und ist auch super übrigens, um Restpapier zu verwerten. Also ich habe euch da mal so eine Männerkarte gezeigt. Die verlinke ich euch jetzt mal hier unter dem weißen i mit Streifen. Die ist so ähnlich, aber genau, das ist eben vom Prinzip her diese Stanzen irgendwie wieder aufnehmen. Vielleicht ist das eine nette Idee für euch. Also sowas kann man aus dem Ganzen machen. Genau. So ihr Lieben, und mit der Inspiration ist es für heute noch nicht zu Ende. Ich habe ja vorher schon angekündigt, dass ich für diese Box auch noch unglaublich viele Kartenideen habe. Und die zeige ich euch natürlich jetzt. Also ihr seht schon, das ist ein ganzer Stapel. Und das muss ich euch vielleicht ein bisschen erklären. Also beim letzten Jahreskatalog, als der letzte Jahreskatalog rauskam, gab es diese wunderschönen Magnolien. Die gibt es immer noch und die bleiben auch im Sortiment. Ich zeige euch mal die große Magnolie dazu. Und da konnte ich es wirklich überhaupt nicht erwarten, bis ich endlich die Magnolie bekomme, damit ich damit basteln kann. Und habe dann noch bei mir im Stempelset ein altes Magnolien-Set gefunden oder mit einer Magnolie eben drin, so mit dieser hier. Und da dachte ich, ich mache jetzt ganz viele Ideen, dann kann ich euch die zeigen bei meiner ersten Magnolienkarte, wie das dann eben aussieht mit der großen Magnolie, die da drauf ist. Und bis heute habe ich es nicht geschafft, euch meine Karten zu zeigen und meine Ideen zu dieser wunderschönen, zu diesem wunderschönen Set. Deswegen Gott sei Dank jetzt mal eine Verpackung damit. Ich habe euch da schon mal ein Video dazu gezeigt mit Magneten, wie man die selber machen kann. Das kann ich euch auch noch verlinken, wenn es noch Platz hat hier oben. Aber ich muss euch jetzt unbedingt endlich mal diese tollen Karten zeigen, weil ihr vielleicht einfach auch noch eine Inspiration braucht für die Magnolien. So. Also das hier ist die Magnolie, wie es in dem Stempelset ist. Die ist sehr groß und ich habe jetzt hier als Idee eine sehr große Karte genommen, als Format, und habe das hier mit Gold embossed auf Wildleder, ja genau, also Wildleder, und dahinterhalb ist dieses florale, ganz dünne, hauchdünne, zarte, grünes Papier mit dem Danke und hier vorne der großen gelben Magnolie. Also ich finde, das ist schon mal eine ganz tolle Karte, vielleicht auch zur goldenen Hochzeit mit viel Gold oder hier als Danke gestaltet. Also es ist eine schöne Karte und wenn man es farblich anpasst, würde die Box natürlich auch ganz toll dazu passen. Auch die Blätter könnte man ja dann in Gold embossen und dann noch hinterkleben und so. Also das war so die eine Idee dazu. Was jetzt natürlich farblich perfekt passt, was aber eben mit diesem alten Stempelset ist, wo ich euch erzählt habe mit der alten Magnolie, aber was jetzt auch perfekt passt, wäre diese Karte hier. Und die ist jetzt eben so aufgebaut. Ich gucke mal, dass ich die näher ins Bild kriege einfach nochmal. Heute zoome ich euch ganz schön hin und her. Ich hoffe, ihr haltet das durch. Also hier sieht man einfach die Magnolie gestempelt. Die spricht ja für sich. Und dann mit hinterlegt mit Waldmus und Blütenrosa und nicht ganz gerade aufgeklebt mit einem kleinen Schleifchen. Eine mega tolle Anfängerkarte. Vom Format her auch nicht ganz so groß wie eine normale Karte. Die hat jetzt das Maß 12x24 und eben bei 12 gefaltet. Kann man so nach oben aufklappen. Und ist einfach, ja, eine schöne Karte zu einer tollen Box, wäre das jetzt mega schön. Dann habe ich das so ähnlich arrangiert. Ich habe jetzt hier mit anderen Farben gearbeitet und mit einer Folie im Hintergrund. Habe das Ganze embossed und mit einem weißen Aquarellstift ausgemalt und mit einem grünen Stift. Das Ganze dann wieder mit den Mischfarben vermischt, würde ich sagen. Das weiß ich schon gar nicht mehr genau, aber ich glaube, das war so. Kleines Schleifchen und gut ist es. Ist jetzt vom Format ein bisschen größer, glaube ich. Hat 14 x 28 cm und ist auch wieder eine wunderschöne Karte, auch passend zur Box. Und also natürlich müsste man die Box in anderen Farben gestalten, aber wäre vielleicht auch eine super Idee für das Set. Dann habe ich ein bisschen so 3D-mäßig gearbeitet. Seht ihr das? Also dieser Mittelteil steht ein bisschen nach vor, der steht ein bisschen, ist ein bisschen erhaben. Habe die Stanze einfach dreimal aufgestempelt. Könnte man jetzt auch in kleiner machen mit dieser Karte, also mit dieser Aufstanzung. Und habe das wieder ausgemalt mit den Aquarellstiften, meine ich, dass das auch war. Und hier
Genau, die Karte ist jetzt vom Format her wieder 14 x 28 cm. Entschuldigung, wenn das so klackert. Kann man wieder nach oben aufmachen und es hier mit diesen Streifen als Umrandung, finde ich, noch ganz süß hinterlegt. Auch mit den schönen Magnolienfarben natürlich. Dann vom Farbprinzip ganz anders gestaltet ist es jetzt mit, ich würde sagen, es ist Minzmakrone und Pazifikblau, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht genau. Hier habe ich es wieder embossed, auf Aquarellpapier dieses Mal. Und also in Kupfer embossed und dann habe ich es ausgemalt mit den Stempelfarben, die ich mit den Aquapen dann aufgemalt habe, deswegen Aquarellpapier. Hier an der Seite noch ein schönes Schleifchen. Und dann hat man hier wieder auch ein ganz anderes Kartenformat von der Größe. Das hat jetzt das Maß 14 x 28 und in der Höhe 12 cm. Und ja, finde ich auch eine ganz coole Farbkombination und mal eine ganz andere Karte irgendwie, finde ich. Dann das Ganze in Gelb. gibt es ja auch gelbe Magnolien. Also ich bin da fleißig durch die Gegend gestiefelt und habe mir die Magnolien angeschaut. Das ist jetzt wieder eine Karte im Maß 14x28, also 14x14 so. Und hier im Hintergrund ist auch noch ein bisschen geprägt und dann eben auch noch ein bisschen gestempelt mit dem Farn und so. Also das einfach irgendwie trotzdem hervorgehoben mit der Magnolie vorne. Die klebt auch ein bisschen Haben auf dem Ganzen. Aber finde ich ganz süß. Also gefällt mir auch sehr gut und eben in Gelb, ein bisschen anderer Farbton. Eine Karte, die habe ich euch, glaube ich, mal als Video gezeigt. Wenn es noch Platz hat, verlinke ich sie hier oben. Das ist also eine Muttertagskarte, auch mit den Magnolien. Hier habe ich gemalt mit den, ich denke auch wieder mit Aquarellstiften. Genau, also das ist eine ganz, ganz, ganz alte Karte von mir. Auch ganz einfach und super auch für Anfänger geeignet. Einfach mit einer Stanze ein bisschen gestempelt, ein paar Pärchen und gut. Im ganz normalen Kartenformat. Und dann habe ich nochmal eine, die gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist jetzt wieder im Ton, oder also in Gelbtönen, aber auch mit diesem Weiß koloriert. Also ich habe da wieder die Aquarellstifte genommen und das mit diesem Weiß finde ich einfach total schön. Weiß mit Gelb hier. Embossed ist das Ganze wieder in Weiß. Und hier habe ich die Hintergründe so gemacht, dass ich zum Teil die Stickmusterrahmen, also die bestickten Rechtecke, verwendet habe. Hier komplett und hier nur oben und unten. Und den Hintergrund ohne Rahmen, aber komplett gemattet. Also die ganze Seite so ein bisschen geteilt. Und auch diese Karte hat, glaube ich, wieder 14x14. Genau, also 14x28 und 14 hoch. Und die kann man auch nach oben aufmachen. Also ganz viele Ideen für dieses tolle Stempelset, das ihr dann eben mit den neuen Magnolien-Stempelset gestalten könnt und die jetzt eigentlich auch zur Karte, zur Box passen würden, wenn man es natürlich farblich kombiniert. Aber das wären eben meine ganzen Ideen, die ich damals so hatte. Ist wirklich schon lange her, jetzt kommt schon der neue Katalog. Hatte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, das wird das erste Video, das ich euch zeige. So kann man sich irren. Okay, ihr Lieben, und jetzt zu allerletzt. Es ist ja jetzt schon wirklich ein langes Video geworden. Aber jetzt möchte ich noch kurz was zum Katalogversand sagen. Das ist ja der neue Stampin' Up-Katalog, Jahreskatalog 2021, gültig vom 3. Juni 2020 bis 3. Mai 2021. Und es ist ab jetzt so, dass ich die Kataloge nicht mehr einfach an jeden verschicken werde, so wie es bisher war. Ich habe leider so viele Kataloge verschickt, ohne dass da je eine Rückmeldung oder eine Bestellung kam. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die Kataloge nur noch an meine Kunden kostenlos zuschicke. Heißt, jeder meiner Kunden, der jetzt im letzten halben Jahr bei mir bestellt hat, hat sowieso schon den Katalog bekommen. Falls da irgendjemand noch keinen bekommen hat, bitte bei mir melden. Ihr kriegt den natürlich kostenlos zugeschickt. Alle Kunden, die überhaupt mal bei mir bestellt haben, kriegen den Katalog auch gerne kostenlos zugeschickt. Den sollt ihr aber bitte anfordern bei mir. Ich habe da auf meiner Webseite www.babsis-bastelwerkstatt.de extra ein Formular erstellt, wo ihr das machen könnt als Kunde. Und wenn ihr Neukunde seid, also wenn ihr noch keinen Demonstrator habt und gerne einen Katalog haben wollt, bekommt ihr den natürlich auch gerne kostenlos zugeschickt, aber eben nur bei der ersten Bestellaufgabe. Also ich bin auch im Überlegen, ob ich einfach eine Kataloggebühr von 5 Euro festlege. Da ist ja natürlich dann auch das Porto dabei und wir Demonstratoren müssen den Katalog ja selber auch bezahlen. Und dass ich dann einfach das mit der ersten Bestellung verrechne, das kann ich euch anbieten. Oder ihr bestellt einfach bei mir und bei der ersten Bestellung gebt ihr mit an auf dem Bestellformular, dass ihr noch einen Katalog braucht und dann schicke ich euch den auf jeden Fall kostenlos zu.
Aber so im Vorhinein einfach einen Katalog zuschicken und dann kriege ich keine Rückmeldung und auch leider keine Bestellung. Das war einfach zu viel die letzte Zeit und deswegen habe ich mich da jetzt schweren Herzens dafür entschieden, dass ich das eben so nicht mehr machen kann. Okay, also ich hoffe da wirklich auf euer Verständnis und ich denke halt, wenn jemand einen Demonstrator hat, der für den Katalog was verlangt, weil das ja auch häufig so ist, dann bei dem anderen Demonstrator vielleicht den Katalog bestellt, wo er nichts bezahlen muss und dann aber bei dem anderen wieder bestellt. Das ist irgendwie, ich finde, jeder hat so seinen Demonstrator und zu dem kann er hingehen und kann da was bestellen und wenn der ihm den Katalog dann kostenlos zur Verfügung stellt, ist das einfach super und entgegenkommen und finde ich auch wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass man einen Katalog hat und da drin blättern kann. Das ist einfach viel schöner als online, zumindest für mich. Und aber trotzdem finde ich das dann auch fair, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt von der Demonstratorin den Katalog erhalten, bei der bestelle ich jetzt auch. Genau, also so viel zum Thema Katalogversand. Wie gesagt, wenn ihr Neukunden seid oder noch keinen Demonstrator habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr bekommt auf jeden Fall von mir dann die Online-Version. Das heißt, da könnt ihr gleich mal stöbern gehen. Habt es auch sofort, also müsst da gar nicht lang warten. Und genau, bei der ersten Bestellung kriegt ihr dann gerne auch ein kostenloses Exemplar dazu. Ja, ihr Lieben, also das war jetzt wirklich ein langes Video. Ganz viele Informationen, ganz viel auf einmal. Ich habe echt überlegt, ob ich das ein bisschen anders aufteile, aber mir ist da nichts mehr eingefallen, wie ich das am besten machen kann. Und deswegen ist heute alles in einem Video. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich das bis zum Schluss anschauen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch gefällt die Box. Die Box ist wunderschön. Ich liebe sie total. Ich hoffe, die Anleitung war gut für euch und ihr könnt die gerne nachbasteln. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Drückt dabei auf diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!